wo denn sonst an der Gedächtniskirche, da trafen sie sich und immer war es friedlich. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir Ihnen vermitteln können. Jedenfalls von Zwischenfällen ist hier nichts bekannt. Der Bundespräsident ist hier, wird nachher den Cup überreichen. Diesmal ist auch der DFB-Präsident gekommen, Egidius Braun. Kurz, eine imposante Atmosphäre hier im Berliner Olympiastadion. Also der Satz vom deutschen Wembley, er ist bestimmt nicht übertrieben. Ein Cup ist hier schon überreicht worden, auch das hat Tradition mittlerweile. Na, vor knapp einer Stunde war es nämlich an den Sieger. An den deutschen Pokalsieger 1994, die Mannschaft von Grün-Weiß-Brauweiler, die sich in diesem Finale mit 2:1 gegen den TSV Siegen durchsetzte. Dreimal waren die beiden schon aufeinander getroffen. Zum zweiten Mal setzte sich Grün-Weiß-Brauweiler durch. Die wichtigste Szene in der ersten Halbzeit, die Mannschaft überlegen schon zu diesem Punkt. Zweite Halbzeit dann. 3 Minuten gespielt, das 1:0 für Brauweiler. Ein herrlicher Treffer von Andrea Klein. Noch einmal nach Rot-Weiß Essen, aber das ist das Schöne am Pokal, es gibt diese Überraschungen. Der Cup ist immer für Überraschungen gut, liegt auch am K.O.-System, das man dankenswerterweise erhalten hat. Wenn wir uns die beiden Mannschaften mal annehmen, Rot-Weiß Essen, im letzten Jahr zum Beispiel, haben sich die Amateure von Hertha durchgesetzt, hier an gleicher Stelle. Knapp unterlegen gegen Leverkusen und in diesem Jahr hat Rot-Weiß Essen so etwas wie die Rolle des Pokalschrecks übernommen. Wir sehen uns den Weg noch einmal an. Thomas Skulski hat die Station nachgezeichnet und hat sich auch an große Tradition erinnert. Nicht nur die Zweibeiner in Essen können es kaum noch erwarten. 4 Jahrzehnte nach den letzten großen Erfolgen will Rot-Weiß seinem Vereinsmotto neues Leben einhauchen. 1953 holten die Männer von der Hafenstraße schon einmal den DFB-Pokal. 2 Jahre später ließen die Herkenrath, Rahn und Islacker noch die deutsche Meisterschaft folgen. Gegen Kaiserslautern allerdings mit einem nicht ganz astreinen Tor. In der 37. Minute kommt es zu dem heiß umstrittenen Tor der Essener. Hermann flankt, Islacker hechtet und stößt den Ball ins Tor. Hölz protestiert auf Abseits. Hier noch einmal das umstrittene Tor. Wenn auch mitunter knapp, umstritten war Essens Weg ins diesjährige Pokalfinale nicht. Den 3:2 Erfolgen über Bocholt und St. Pauli folgte im Achtelfinale ein 4:2 über den MSV Duisburg. Es war jenes Spiel mit dem Maulwurftor, als Duisburgs Rollmann der Ball ans Schienbein sprang und Harald Kügler herzlich dankte. Wiedersehensfreude schließlich verbreitete Jürgen Wegmann mit seinem 4:2. Der einstige Essener, der für dieses Spiel kurzerhand ausgeliehen worden war. Beim Viertelfinale in Jena blieben auch 120 Minuten torlos. So feierten die Essener Weihnachtsmänner ihre Elfmeterhelden. Robert Reichert verwandelte zum 6:5. Und Frank Kurt dankte seinen Fingerspitzen. Die Mannschaft anschließend ihm. Im Freudentaumel begraben auch Trainer Jürgen Röber, der dann zum VfB Stuttgart ging. Den Weg über Tennis Borussia nach Berlin wies Wolfgang Frank, der als Profi in Dortmund unter Otto Rehhagel trainiert hatte. Lipinskis Ecke nutzte Bangura zum 1:0. Essens vorerst letztes Pokaltor macht Appetit auf mehr. Jürgen Makrell. Ob heute weitere Folgen, wüsste auch Stadionhund Asko nur allzu gern. Frank Frank ist hier, Trainer von Rot-Weiß Essen, Ex-Profi. Wie viele Bundesligaspiele mehr als 200 waren es? Ja, um die 250 mit der Saison in Holland. Also hat gespielt bei Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Braunschweig. Wolfgang Frank, alles ist möglich, wenn alles zusammenkommt am Tag X. Sie sind ein Trainer, der selbst die Biorhythmen der Spieler akribisch auswertet. Jetzt sagen Sie uns doch mal, passt alles zusammen bei Essen heute? Ja, im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Mannschaft ist auch von der Moral her gut drauf. Es wird sicher ein bisschen vom Spielverlauf abhängen, wie die Sache anfängt. Und dann haben wir sicher gute Chancen, wenn es da etwas für uns geht. Ich nehme an, wenn Sie den Spielverlauf ansprechen, Sie müssen so lange wie möglich ein 0:0 halten. Ein früher Gegentreffer wäre in Anführungsstrichen, sagen wir mal, tödlich. Ne? Besser wäre natürlich, wenn wir in Führung gehen könnten, dann bekommen sicher die Bremer Probleme. Aber wir werden sie vor allem im Mittelfeld versuchen, hart zu attackieren und dann bin ich überzeugt, haben wir eine Chance. Bringt uns schon zu Ihrer Mannschaftsaufstellung. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Da ist also die Kurt im Tor. Kügler ist Libero, ist klar, nicht? Pickenecker ist dabei. Das war eine kleine Überraschung. Ja, er ist wieder fit geworden. Da bin ich eigentlich sehr froh, weil er natürlich große Routine hat und er wird auf Windenrufer spielen.
Dann haben wir Reichard Markgräf und dann der junge C, die 19 Jahre. Der soll Mario Basler decken? Er wird auf Mario Basler spielen und ich bin überzeugt, dass er sehr unbekümmert an diese Aufgabe herangeht und eine gute Partie abgeben wird. Ja, dann haben wir das Mittelfeld, Spörker, dann zurückgezogen Bangura, Lipinski und vorne Dondera, der Arme, der Kleine gegen die langen Kerls aus Bremen. Ein kleines Problem für Sie, muss da viel aus der zweiten Reihe kommen? Ja, es muss einiges aus der zweiten Reihe kommen. Vor allem mit Bangura und Lipinski haben wir zwei konterstarke Spieler und da hoffe ich doch, dass einiges geht. Ich habe es angesprochen, Zwangsabstieg. Sie haben, na sagen wir es mal, 19 Freundschaftsspiele gemacht in der Liga. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, die Mannschaft bis zum Schluss bei Laune zu halten, bis zu diesem großen Finale. Wie haben Sie es gemacht? Ja, das war natürlich eine brutale Zeit für uns. Wir haben natürlich immer wieder versucht, das Beste rauszuholen. Es waren viele Einzelgespräche notwendig. Man musste das Training dosieren und so weiter. Also es war, kann sich kaum einer vorstellen, der nicht dabei war, was da abgelaufen ist. Und ich hoffe einfach, dass es eine Gerechtigkeit gibt und dass wir heute das Spiel gewinnen. Wolfgang Kammann, wir hoffen zumindest eins, dass das Spiel so lange wie möglich offen ist. Denn das wäre für alle Fußballanhänger das Schönste. Ihnen viel Erfolg. Danke. Wir gucken mal auf den Weg von Werder Bremen bis in... Ich könnte mir vorstellen, gegen eine Mannschaft Champions League mit großen Namen fällt das viel einfacher. Ja, wir haben in der Champions League 4 sehr gute Spiele gemacht. Zweimal gegen Mailand und gegen Anderlecht. Gegen Porto hat es nicht so gut geklappt. Wir haben, glaube ich, heute machen wir das 50. Meisterschaftsspiel. Wir haben so viel gespielt wie keine andere Mannschaft in Deutschland. Und heute hoffe ich, dass die Kraft und Konzentration und natürlich auch die Begeisterung, hier dieses Endspiel zu spielen, ausreicht, um den Pokal nach Bremen zu holen. Gucken wir uns aber ganz kurz mal die Mannschaft an, so wie sie spielen wird. Es hat ein Problem gegeben. Die Frage war, kann Borowka spielen? Wir sehen, er kann nicht spielen. Dafür kommt Wolter. Ein paar Sätze dazu bitte. Ja, der Uli Borowka hat ja seit Weihnachten Probleme mit seinem Fuß. Er hatte ja einen Knöchel gebrochen. Das hat sich im Heilungsprozess nicht so positiv bemerkbar gemacht. Frau Werder, Sie erinnern sich vielleicht 89 als hoher Favorit gegen Dortmund. Eine ebenso hohe und schmerzhafte Niederlage. Viermal musste Olli Reck den Ball aus dem Netz holen. Norbert Dickel war zweimal erfolgreich. Ja, der Libero Rune Bratzit war tief traurig nach diesem verlorenen Pokalfinale. 90, ein Jahr später wieder Favorit, diesmal gegen den FC Kaiserslautern. Und da unterlief Olli Reck dieser Fehler nach dem Schuss von Bruno Labbadia. Werder verlor 2:3. Otto Rehhagel musste sich den Beinamen Otto der Zweite gefallen lassen. Und dann erst 91 konnten die Bremer ihren Anhängern den Pokal präsentieren am Rathaus. Und daran hatte Oliver Reck großen Anteil, denn im Elfmeterschießen, da hielt er den entscheidenden Strafstoß von Kölns Kapitän Pierre Littbarski. Und Bremen konnte sich über den ersten Pokalgewinn nach langer, langer Zeit wieder freuen. Und noch eins, mit diesem Ball wird gespielt, zum ersten Mal in Deutschland. Questra nennt sich die Neuentwicklung von Adidas, die seit Jahren schon den offiziellen Ball für die Weltmeisterschaft fertigen. Beide Mannschaften haben Zeit bekommen, Gelegenheit mit den Bällen zu trainieren. Weltraumtechnologie soll Pate gestanden haben. Ob sich das auf Spielverhalten auswirkt, wir werden es sehen. Egal wie schön und wie gut der Ball inzwischen ist, er muss hin und her und möglichst oft ins Tor. Ich freue mich, dass ich Sie zu einem so wunderschönen Abend hier im Olympiastadion begrüßen darf. 25 Grad, herrliches Wetter, tolle Stimmung. Sie haben das ja jetzt schon eine halbe Stunde lang mitgekriegt. Die Mannschaften sind noch nicht auf dem Spielfeld, aber zwei Orchester haben sich postiert für die Nationalhymnen. Und alle erwarten natürlich ein schönes, ein spannendes Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Rot-Weiß Essen. So ein Pokalspiel ist ja immer was ganz Großes. Da oben sehen wir den Fallschirmspringer, der den Spielball bringt. Wir hoffen, dass er in der Mitte landen kann, wahrscheinlich genau auf der Europafahne, die dort ausgebreitet ist. Sie haben es vielleicht mitbekommen, am 12. Juni Europawahl. Und er hat getroffen. Und er ist nicht der Einzige. Ich sehe, von links schwebt noch einer herbei. Die Kameraden sind ja heutzutage so zielsicher, die treffende Briefmarke. Und die beiden, die wir jetzt gleich gesehen werden, sind von der Fallschirmsportgruppe aus Hangela. Der Stadionsprecher sagt es. Eben sehe ich die ersten Reservespieler auf den Platz kommen, die Bremer. Am 12. Juni Europawahl. Der Stadionsprecher hat hier auch die Zuschauer noch einmal animiert. Aber den Ball sehe ich immer noch nicht.
Hoffentlich haben sie nicht vergessen, ein paar zu symbolisieren. Ich nehme an, das meiste, was der Stadionsprecher verkündet, kriegen Sie zu Hause mit. Die Laola für unsere Fallschirmspringer. Die Männer vom Berliner Polizeikorps gehen in Deckung. Aber nichts passiert. Saubere Landung. Sie hören, die 76.000 geben hier die entsprechende Kulisse für eine happy Landung, für eine glückliche Landung. Achtung! Wer bleibt hinterm Tor? Aber er ist heil, nichts passiert. Und natürlich bringen Sie auch den Ball, ohne den wir dieses spannende Finale überhaupt nicht beginnen könnten. Im Hintergrund dort drüben sehen Sie, gespannt gesehen, Manfred Amarell, 47 Jahre alt, Hotelkaufmann aus München, macht sein letztes großes Spiel, tritt dann ab von der Bühne, hat sein Alter erreicht. Seine Assistenten sind Kurt Ertl aus Günzburg und Günter Holz aus Lauingen. So, die Mannschaft sind jetzt auch da, jetzt werden wir gleich die Hymnen hören. Ich sagte Hymnen, wir werden die deutsche Nationalhymne hören. Meine Damen und Herren, aus Anlass des deutschen Pokalfinales die Nationalhymne. Das Pokalfinale 94 widmet Ihnen die Distelhäuser Brauerei aus dem... So, oh, wie ist das schön. Und wir könnten uns jetzt mal die Mannschaftsausstellungen anschauen. Da haben wir zunächst Werder Bremen mit Oliver Reck im Tor. Thomas Wolter mit der 2. Marco Bode hat die 3. Ole Bratzett in seinem letzten Spiel für Werder die 4. Dietmar Beiersdorfer mit der 5. Mario Basler, der seinen Vertrag verlängert hat, mit der 6. Dieter Eils hat die 7. Mirko Votava, der 38-Jährige, die 8. Bernd Hopsch, die 9. Andreas Herzog, von dem man nicht weiß, bleibt er oder geht er, die 10. Und Windenrufer, die 11. Otto Rehagel, der Trainer, hat sich vor dem Spiel ziemlich klar geäußert. Er hat gesagt, wir sind Favorit, wir müssen gewinnen. 70-30, schätze ich, stehen die Chancen für uns. Und hier haben wir die Essener, die das natürlich ganz anders sehen. Mit Frank Kurt, dem großen Rückhalt im Tor. Er geht weg, er geht zu Wattenscheid. Ingo Fickenecker, leicht angeschlagen mit der 2, der Mannschaftskapitän. Matthias Jack hat die 3. Dauda Bangura die 4. Adrian Spirka die 5. Jürgen Markgräf die 6. Christian Dondera, die Spitze, die 7. Mit der 8, Jörg Lipinski. Mit der 9, Harald Kügler. Der Libero mit der 10, Christian Cedi, der Basler kaltstellen soll. Und mit der 11, Robert Reichert. In Holland, in der Schweiz, war dort Trainer.
hat viel Erfolg und die Essener versprechen sich von ihm einiges für heute. Angepfiffen hat Manfred Amarell. Die Essener zunächst von links nach rechts in Rot-Weiß. Beiersdorfer. Freistoß Herzog. Es wird noch gepokert zwischen Werder und Bayern München. Um 10 Millionen soll es gehen. Langsam arbeitet man sich runter auf 7, 6 Millionen. Aber noch ist nichts entschieden. Anders sieht es da ja aus mit dem Schweizer Sutter für die Bayern. Und wenn Sutter käme, dann müsste Herzog wohl bleiben. Die Essener. Bangura, der Mann aus Kroatien. Amarell. Ein Mann, der immer schon darauf bedacht war, das, was der Weltfußballverband, die FIFA, jetzt mit aller Gewalt durchsetzen will, durchgesetzt hat. Er hat immer schon sehr streng gepfiffen, war nie kleinlich mit seinen gelben und roten Karten, hat dafür oft Kritik einstecken müssen, aber seine Linie war die richtige. Heute wird nicht nur international, auch in Deutschland so gepfiffen. Frankfurt, der so manchen Sieg für die Essener gesichert hat. 9 Jahre hat er im Tor gestanden und jetzt wird er in der neuen Saison bei Wattenscheid 09 spielen. Er ist nicht der Einzige, der geht. 10, 12 Spieler wollen Rot-Weiß verlassen. Einige sollen den Club verlassen. Daran sind sowohl Vereinsführung als auch Trainer interessiert. Aber so ein halbes Dutzend ganz wichtiger Leute hat zugesichert zu bleiben. Und die Chance! Das war Dondera, der schnelle Mann, Christian Dondera. Ist nur 1,68 hoch und wird es natürlich ganz, ganz schwer mit den langen Kerls dahin, mit Beiersdorfer, mit Bratzett, mit dem knorrigen Eils, mit Botava und Wolter. Wiederholung. Gut gesehen vom Schiedsrichter, klares Foul, Freistoß für Essen. Mit der 8, das ist Lipinski. Und schießen wird wohl Bangura. Herzog dazwischen. Ist nicht ganz gesund. Wolfgang Frank hat sich mehr versprochen vor diesem Freistoß. Auch er laboriert ja an einer ziemlich schweren Verletzung. Achillessehnenabriss hat er sich geholt beim Tanz an der Seitenauslinie. Läuft jetzt zum ersten Mal ohne Spezialschuh, wie er uns gestern Nachmittag versichert hat. Und es geht schon wieder ganz gut, aber spielen kann er noch nicht und trainieren kann er auch noch nicht gut. Rufer. Chance für Bode, wäre das um ein Haar geworden. Freistoß für Bremen.
Ja, Ellbogen war draußen. Amarell hat es gesehen. Korrekt. Das ist auch typisch für ihn, für den Münchner. Er ist immer gut gelaunt, fröhlich versucht, die Spieler durch freundliche Gestik in den Grenzen zu halten. Und meistens gelingt ihm das auch. Basler. Und abseits, gut gesehen. Ja, auf Mario Basler sind hier alle gespannt. Die Berliner natürlich, der hat ja lange für Hertha gespielt. Die Lauterer werden vielleicht ein bisschen mit Wehmut hinter ihm herschauen. Die haben ja sein Talent nicht zu schätzen gewusst und ihn ziehen lassen. Die Essener, denn dort hat er gespielt, haben wir ihn groß im Bild. Der Mann, der Aufsteiger der Saison, wie alle sagen. Vor knapp einem Jahr noch in der zweiten Liga und jetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Raketenhaft, geht mit in die USA, war ja neulich im Sportstudio. Ein ausgesprochen pfiffiger Junge. Und ich denke, dass sich Berti Vogts von ihm einiges versprechen darf, von dem Mann, der 25 Jahre alt ist und dem Otto Rehhagel auf dem Herflug nach Berlin den Vertrag untergeschoben hat, als die Maschine richtig wackelte, wie Otto erzählte. Und er hat unterschrieben. Und Herzog am Boden, Andreas Herzog. Herzog wird gespürt haben und vielleicht deshalb auch die Abwanderungsgedanken, dass Mario Basler aufstrebte wie ein Stern und ihm da auch den Platz im Mittelfeld streitig machte. Also es gibt nicht wenige, die da eine Verbindung herstellen. Das ist, liegt auch auf der Hand. Aber wie gesagt, ich habe das eben schon angedeutet, noch ist die Sache nicht klar. Zu viel Geld ist im Spiel. Und sollten die Bayern sich auf den Schweizer Sutter versteifen, dann müsste wohl Herzog noch ein Jährchen in Bremen verbringen. Essener machen das sehr geschickt. Sie halten die Abwehr zusammen, wenn die Bremer anstürmen und rücken dann, wenn sie selber im Ballbesitz sind, langsam aber sicher nach vorn. Jetzt wieder alles zurück. Sie sind natürlich auf der Hut, das ist klar. Sie wollen nicht gleich zu Beginn ein Tor kassieren und die Bremer dann richtig in Schwung kommen lassen. Dabei sind sie natürlich daran interessiert, möglichst rasch selber ein Tor zu schießen, zu kontern. Sie haben zwei, drei gute Leute vorn, die das können. Kügler ist der Mann mit der 9, ganz hinten drin, als Libero, der auch die Rolle des Ausputzers spielt zuweilen. Und er muss rackern, hat fast anderthalb Jahre nicht gespielt, war erst in Meppen neulich im Zweitligaspiel wieder dabei. Aber so sagt Wolfgang Frank, für mich ein ganz wichtiger Mann, spieltechnisch, kampfstark, kann auf den nicht verzichten. In der Totalen sehr schön zu sehen. Beide Mannschaften in der Nähe der Mittellinie. Das verschiebt sich en bloc von links nach rechts. Die Bremer gehen mit. Die Essener ziehen sich zurück. Wenn die Essener kommen, wie im Ziehharmonika-Verfahren, rutschen die Bremer zurück. Zum ersten Mal geht Bratzett, der Libero, Mannschaftskapitän, stracks nach vorn. Alles. Die Essener. Adrian Spürker, früher mal in Saarbrücken.
Hier der Mann mit der 5, Udo Lattek, hat ihn seinerzeit nach Köln geholt. Er soll die Kreise von Herzog stören. Großer, kräftiger Mann. Und als, ja, Bode. Und Hopsch. Damit ist Hopsch natürlich nicht einverstanden, aber die Entscheidung war absolut korrekt. Sein Einsatz gegen Jack nicht sauber. Beinschuss, das hat auch Harald Kückler nicht sehr gern. Jetzt sehen wir, wie er hier gerangelt und gerauft wird. Also, keine Frage, Freistoß. Naja, da gibt es gar nichts. Und Amarell macht es absolut richtig, greift von Anfang an ganz energisch durch. Und immer ein Lächeln auf den Lippen. Streng, aber herzlich. Etwa die gleiche Distanz wie eben. Wieder Bangura. Lipinski wird vorlegen. Skirka wird stoppen. Im Gegenteil, jetzt macht er es selber. Abseits, ja. Schiedsrichter gespannt, harmoniert sehr gut, aber da sehe ich jetzt dann jemanden an der 16-Meter-Raumgrenze liegen. Ja, es ist Bratzett, der einen Schlag ins Gesicht gekriegt hat. Sehen wir nochmal. Ja, den Ball genau ins Gesicht. Schüttelt sich, steht wieder, macht weiter. Dieses letzte Spiel für Werder will er mit Sicherheit durchstehen, denn danach geht er zurück in seine norwegische Heimat nach Trondheim. Aber wir werden ihn wiedersehen während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, wenn er für Norwegen spielt. Rufer. Pickenecker, auch ein wichtiger Mann da hinten drin, aber leicht angeschlagen immer noch, Leistenzerrung. Und jetzt Lipinski, Reichert am linken Flügel, Rufer weit zurück, ist aber allein auf weiter Flur, hat das Beste draus gemacht. Wittenrufer, 9 Länderspiele für Neuseeland. Manchmal geradezu brillant und dann wieder 4-5 Spiele überhaupt nicht zu sehen. Jetzt wird es ein wenig ruppig da hinten. Hopsch ist natürlich immer noch etwas giftig wegen der Szene eben, das ist klar.
Aber Amarell ist sofort da und ermahnt sie. Viertelstunde gespielt, immer noch 0:0, Freistoß Werder Bremen. Basler, der einen kernigen Schuss hat. Angura. Die Essener rücken nach. Chance für Bode und Chance für Herzog und 1:0. Herzog oder Beiersdorfer? Hab's so schnell nicht erkannt. Achtung, Wiederholung. Beiersdorfer? Ja, Beiersdorfer. Otava ist hinten geblieben, Beiersdorfer konnte aufrücken. Wiederholung, Marco Bode und in der Mitte völlig frei. Dietmar Beiersdorfer. Und Werder führt 1:0, die erste wirkliche Torchance für die Bremer. In der 17. Minute geht also der Bundesligist in Führung. Aber da hatten sie Beiersdorfer auch sträflich freistehen lassen. So, jetzt werden die Essener einen Zahn zulegen müssen, damit sie nicht in einen Strudel geraten und untergehen. Und da sind sie auch schon. Ja, und da hätte Kügler die Chance gehabt zum Ausgleich. Bratzett nicht sehr erbaut von dem, was seine Abwehr da eben fabriziert hat. Nochmal Kügler. Bobsch. Jetzt Herzog, Hopsch und Abseits. Abseits wird gewinkt. Sehr schön wäre das gewesen. Mario Basler im Abseits. Ja, ja, er schimpft und mag es nicht wahrhaben wollen, aber man sieht es, weil ihr seht die Szene da deutlich zu sehen. Gar keine Frage. Hat es auch selten gegeben, dass ein Schiedsrichter eine solche Entscheidung zurücknimmt. Ich weiß nicht, was das Protestieren dann soll. Schafft nur böses Blut. Das dauert zu lang. Das ist natürlich nicht das Tempo, was die Essener aus der zweiten Liga gewohnt sind. Hier geht es anders rund und anders zur Sache. Mit Spritzigkeit wird hier gespielt. Da darf man nicht lange Ball annehmen und gucken, wohin damit. Dann ist er weg. Beiersdorfer ganz offensiv am linken Flügel. Rufe hat sich ein bisschen zurückfallen lassen.
als Ratzit. Da ist Markgriff, Jürgen Markgriff, etwas zu ungestüm eingestiegen gegen Bode. Freistoß Bremen. Neuer Ball. Ja, der lässt die Luft ab. Ist sehr schön geschichtet mit einer hochinteressanten, kompressionsfähigen neuen Kunststoffschicht, aber Luft ist halt in jedem Ball und manchmal geht sie raus. Und Freistoß Basler. Probiert er direkt sehr. Heimtückisch kam der da angerutscht als Aufsetzer für Frank Kurt. Wiederholung. Chance für Essen, Bangura. Also ganz so sattelfest, wie man sich das vorstellen könnte, ist die Bremer Abwehr nicht. Zweite Ecke für Essen. Schauen Sie mal, der kleine Don Vera da gegen den langen Beiersdorfer. Alles sauber, kein Abseits, aber wenn er noch hinkommt, nee. Wolter. Oliver Reck zum vierten Mal im Pokalfinale. Eben kommt die Meldung aus Wembley, dass Manchester United den FC Chelsea mit 4:0 geschlagen hat und hat damit das Double geschafft in England. Für die unter Ihnen, die also mit dem Double nicht so sehr viel anfangen können, das bedeutet Meisterschaft und Pokalsieg. Thank you.
25 Minuten, immer noch 1:0 für Werder Bremen. Und die Essener werden den Teufel tun, ihre Taktik, ihre Form zu verlassen. Sie machen das wie zu Beginn weiterhin im Ziehharmonika-System, ziehen sie sich zurück. Sie müssen allerdings was tun, denn auf diese Weise werden sie nicht zum Torerfolg kommen. Und diese weiten Bälle nach vorn sind doch sehr zufällig. Zwar hat Wolfgang Frank gesagt, macht das so oft es geht, versucht aber immer einen eigenen Mann zu treffen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Wie schon eben angedeutet, Bratzett, Eils, Rotava, Beiersdorfer, Bode ist oft mit hinten. Baumlange Jungs, die mit hohen Bällen sehr viel besser fertig werden. Herzog nimmt Bode mit. Rufer ist vorn, Eils ist vorn. Hopp schwingt. Da ist er. Zu hoch für Rufer. Skirka. Und Dondera. Nicht gepfiffen. Aber hier. Foul an Herzog. So, jetzt mal Rot-Weiß Essen. Spürka. Links ist was frei. Oder so, wäre es aufgegangen. Meine Güte, Dondera hat den Ball verpasst. Sehen wir sicher nochmal. Das war die dickste Chance. Achtung. Spürka, der Ball rutscht durch alle durch und an Dondera vorbei. Bode. Und Tor? Nein, nicht Tor. Ist das denn die Möglichkeit? Mario Basler. Wunderschöner Spielzug. Denken wir nochmal zu sehen. Popsch macht es sehr schön mit Bode. Und Bode lässt nochmal abtropfen zu Basler, der ihn natürlich voll aus der Luft nimmt. Und da ist das Risiko besonders groß. Noch einmal die Szene. Herrlich gespielt, wunderschön. Oh, da hat man gesehen, dass Pickenecker wirklich noch ernsthaft angeschlagen ist. Immer wieder Basler dort drüben. Ich nehme an, dass Wolfgang Frank Pickenecker gleich rausnehmen muss. Er signalisiert schon. Komm rüber, wir müssen was machen. Und wir werden dann gleich erleben, dass der Mann mit der Nummer 12 reinkommt, nämlich Roman Geschlecht. Den wollte er eigentlich von Anfang an spielen lassen, aber ihm war die Routine, die Abgebrühtheit Pickeneckers dann doch sehr viel wert. Aber jetzt sieht man, der Mann kann gar nicht richtig durchstarten. Inzwischen am Boden
Das ist Bangura, der Mann mit der 4. Ich habe mich ganz auf Fickenecker konzentriert, der jetzt ausgetauscht werden wird. Geschlecht ist schon umgekleidet, läuft sich ein bisschen warm. Auch er durchaus immer noch nicht in bester Form, hat lange nicht gespielt. Der Name ist uns allen geläufig, die sich so ein bisschen für die Fußball-Bundesliga interessieren. Hat in Leverkusen gespielt, in Schalke bei 96, also auch ein routinierter Mann, 32 Jahre alt. Aber noch ist der Wechsel nicht vollzogen. Bangura steht auch wieder, Lipinski. Reichert. Nochmal. Alle sind aufgerückt, alle Essener. Und jetzt ist die Gefahr da für den Konter. Ja, 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 das ist natürlich das, was Trainer Frank befürchtet hat. Wenn wir dann zu leichtsinnig werden und zu weit drücken, zu weit öffnen, dann kommen die Bremer und kontern uns aus. Wieder Beiersdorfer, sehr schöner Pass von Herzog. Mensch, der stochert aber auch an ihm rum. Das muss doch klar, ist doch gar keine Frage. Ich weiß nicht, das sieht man hier noch mal in der Zeitung, ich weiß nicht, was Lipinski da noch will, ist doch ganz klar. Hervorragendes Wechselspiel bei den Bremern zwischen Herzog und Beiersdorfer. Freistoß. Basler schießt fast alle Freistöße. Gut gedacht, für Cedi sollte der sein, den 19-Jährigen, aber Sie haben es gesehen. Angura spielte bei Zagreb und Idrijeka, guter Techniker. Aber das langt nicht. Herzog. Pass für Rufer. Den muss er direkt nehmen. Hat er auch gemacht. Mit rechts hat er ihn geschossen. Links ist sein starker Fuß. Egal, probiert. Sehen wir nochmal. Wunderschöner Pass von Herzog wieder, der ein gutes Spiel macht. Empfiehlt sich also hier aufs Allerfeinste, sowohl für Werder als auch für Bayern München. Da ist er wieder vorn. Kügler geht auf Nummer sicher. Erste Ecke für Werder Bremen.
ein ganz gefährliches Ding, aber ein sehr zuverlässiger Torwart, Frank Kurt. 1,87 lang. 32 Jahre alt, ein routinierter Mann. Minuten sind rum. 1:0 immer noch für Werder Bremen durch das Tor von Beiersdorfer in der 17. Minute. Die Bremer haben das Spiel deutlicher in die Hand bekommen. Die Essener haben jetzt doch viel mehr zu tun als zu Beginn. Ja, ja, da hat Bangura gedrückt und geschoben. Völlig richtig, Freistoß für Werder. Hofer in der Mitte, Bode. Wolter. Da ist Bode. Ja, der war gar nicht ungefährlich. Ganz allein, in aller Seelenruhe den Ball annehmen. Und wer ist da? Basler ist da. Und Tor. Diesmal war es aber Herzog. Wunderschön gespielt, aber ich weiß nicht, wo die Essener waren. Rufer konnte in aller Gemütsruhe den Ball annehmen. Hier hat er ihn schon. Holt sich Basler den Ball, flankt ihn nochmal rein, direkt aus der Drehung hat er das gemacht. Wunderschöner Spielzug. Also, wenn die Bremer so aufspielen dürfen, da hinten in der Essener Abwehr, dann ist natürlich nichts zu machen. Die sind so schnell und das Ganze ist so witzig vorgetragen, so intelligent. Da bleibt dann den Essener nur noch das Zuschauen. Jetzt ein grober Schnitzer von Bratzit. Inzwischen haben wir gewechselt. Roman Geschlecht ist ins Spiel gekommen für Ingo Pickenecker. Hier haben wir Pickenecker, der ist sehr traurig. Gestern Abend sagte er mir noch, Mensch, ich kann eigentlich nicht, aber ich will es probieren, ich muss dabei sein. Hat ein Belastungstraining hinter sich gebracht, schien zu gehen, aber sie haben es da eben mitgekriegt. Und gar nicht schlecht hier, sehr schöne Szene. Für die Essener. Ja, das ist das, was Wolfgang Frank sich von Jörg Lipinski erhofft. Aber der ist natürlich ziemlich auf sich allein gestellt da am rechten Flügel. Das kostet unglaublich viel Kraft. Wolfgang Frank da unten neben der Kabine sehr enttäuscht, ziemlich deprimiert, aber er muss sich natürlich schon fragen lassen, ob er ein so hohes Risiko eingehen kann wie mit einem Mann wie Pickenecker, der nur die Hälfte wert ist und der natürlich in der Abwehr Lücken bietet, zwangsläufig für sehr klug spielende
schnell spielende, routiniert spielende Bremer. 2:0. Die haben jetzt erstmal ihre Ruhe. Markgräf. Kann im Moment nicht die Hilfe leisten für Lipinski. Jack. Und derer nochmal Jack. Ja, der war gar nicht so schlecht. Sehr schön. Oliver Reck hat aufgepasst. Ja, der kam für Torwart Gold, richtig. Er konnte, wie man früher sagte, eine Robinsonade anbieten. Sehr freundschaftlich, Amarell ist immer im Bilde, pfeift ausgezeichnet, hat natürlich auch nicht die ganz große Aufgabe zu bewältigen hier, aber ist immer da, wo der Ball ist, und man muss sagen, er versteht es, relativ schnell die Härten und das Gift rauszunehmen aus solchen Zweikämpfen. Ballverlust von Cedi, der natürlich mit Basler alle Mühe hat da drüben. Ja, sagt Wolfgang Frank, das ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Ich bin sicher, dass Frank die Situation richtig eingeschätzt hat, aber er muss natürlich seiner Mannschaft Mut machen. Das wäre ja noch schöner, wenn ein Trainer von vornherein schon sagen würde, was wollen wir gegen diese baumstarken Bremer, die zweimal den Pokal gewonnen haben, die deutscher Meister waren, dreimal, die den Supercup geholt haben, den Europapokal, was wollen wir gegen die bestellen? Also, Kückler, einer müsste ihm helfen. Und ab geht Bode. Oh, er so lange darf er nicht zögern, Roman Geschlecht, das kann nicht gut gehen. Ja, unglaublich. Das wird Berti Vogts gefallen. Ja, Junge, spitze bist du heute. Foul, 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 foul von Motava. Muss ja auch nicht sein. Absolut richtig gefiffen. Fünfundvierzig Minuten sind rum, aber den Freistoß werden wir sicher noch kriegen. Wieder Lipinski. Der
richtig, gesperrt, klar, Hopsch, was soll sein? Was soll sein? Pepinski. Sie hören es, die Essener kriegen ihren Beifall. Sie verdienen hier alle Achtung, aber 2:0 steht es für Werder Bremen in der Halbzeit. Alles geht seinen normalen Gang. Solange Rot-Weiß Essen Zeit hat, mit dem Ball umzugehen, ist alles gut. Aber sonst muss man eindeutig den Bremern hier sagen, dickes Kompliment, ihr macht das Spiel. So, wir gehen mal nach Hause, nach Mainz und sind dann so in einer Viertelstunde wieder da. Bis später. Laufen dabei auseinander, werden langsamer und hauchen irgendwann über Jütland ihr Leben aus. So werden heute Nacht die Regenwolken aus dem Südwesten über die Mitte Deutschlands in den Norden ziehen und erreichen morgen früh die Nordseeküste, Hamburg und Berlin. Genügend Zeit also für die Fans des Pokalgewinners, den Sieg noch ausgiebig zu feiern. Morgen Vormittag regnet es dann noch im norddeutschen Tiefland, doch bis zum Abend ziehen die Regenwolken sich auf Ost- und Nordsee zurück und ins nördliche Schleswig-Holstein. Im übrigen Deutschland wird weitgehend die Sonne scheinen und nur über den Bergen wachsen einzelne Quellwolken bei 19 bis 26 Grad. Ihnen noch viel Spaß beim Pokalfinale und einen angenehmen Sonntag. Von Weizsäcker, Sie sind ein sportlicher Mensch, das wissen wir alle, aber dieses Wochenende ist wie kein anderes erfüllt von sportlichen Aktivitäten. Sie haben gestern den Orden des IOC bekommen aus der Hand von Juan Antonio Samaranch. Heute Pokalfinale, morgen Eröffnung des Turnfestes. Ein Satz zum Spiel. Ach, das Spiel ist erfreulich, auch wenn man nicht im Ernst bestreiten kann, dass die eine Mannschaft ein bisschen überlegen ist. Für die erste ist es ein bisschen schwer, in unmittelbarer Turnnähe auszunutzen, was sie gut bis in die Turnnähe bringen. Aber wenn Sie sehen, mit welcher Zuneigung und Begeisterung die Essener Fans hier versammelt sind, so eine schöne Atmosphäre. Und das ist das Wichtigste. Das wollte ich gerade sagen. Also Sie sind auch der Meinung, dass man das hier erhalten sollte, nicht dieses wunderschöne Stadion, wenn es denn gefüllt ist, die imposante Atmosphäre hier. Ich habe hier zum Beispiel den Abend erlebt, als Hertha BSC in die Bundesliga wieder aufstieg. Das ist so vor 10 oder wie viele Jahren gewesen. Das soll halt mal wieder kommen. Aber dass wir das Pokalendspiel hier haben, darüber freue ich mich. Und ich glaube, schöner als heute Abend kann die Atmosphäre kaum sein. Danke, Herr Bundespräsident. Wir werden Sie nachher sehen bei der Cup-Überreichung. Das Spiel geht weiter. Ich gebe wieder runter. Ja, Otto Rehhagel, ganz kurze Frage. 2:0. Ich glaube, der Trainer des SV Werder muss beruhigt in der Pause gewesen sein. Ja, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Der Gegner wird jetzt meiner Ansicht nach total offensiv werden. Und wir müssen jetzt die nächsten 10 Minuten überstehen. Wenn uns ein drittes Tor gelingen sollte, glaube ich, ist das Spiel für uns entschieden. Werden Sie später Ihrem Abwanderer Legat noch eine Chance geben? Ich gebe. Ich muss sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Und dann muss ich so reagieren, wie das Spiel es zulässt oder erfordert. Danke, Otto Rehhagel. Ich gebe ab zu Dieter Kürten. Die Regie hat Norbert Geis. So, angepfiffen vor 3 Sekunden. Beide Mannschaften unverändert. Und Otto Rehhagel hat es gesagt, wir müssen jetzt während der nächsten 10 Minuten aufpassen. Die werden mit aller Gewalt offensiv kommen, die Essener. So wie das während der ersten Viertelstunde war, dass die Bremer auf Abwarten gespielt haben. Sie haben in aller Ruhe erstmal sich das alles angeguckt, haben die Essener dann und wann mal kommen lassen, aber dann nach dem ersten Tor in der 17. Minute durch Dietmar Beiersdorfer haben sie energisch zugepackt, haben dann in der 38. Minute das 2:0 erzielt durch Herzog und man muss sagen, sie hatten jetzt bis zur Pause die Domäne und haben hier absolut sicher das Spiel im Griff gehabt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Essener noch zuzulegen haben. Sie hatten ihre Taktik der ganze Weile durchhalten können, nämlich hinten Ruhe zu bewahren, eine Linie aufzubauen. Sie haben versucht, ab und zu mit Kontern den Bremern beizukommen. Aber was ganz eklatant ist, dass sie halt, ich sage jetzt mal, eine Klasse langsamer spielen. Solange sie in Ruhe gelassen werden, solange sie den Ball annehmen können und können sich
umschauen, können darüber nachdenken, was jetzt zu tun ist, geht das. Aber sobald sie attackiert werden und die Bremer richtig energisch rangehen, ist aus. Herzog in glänzender Laune, ganz allein, ein Hopsch und zack, Glück gehabt, aber prima reagiert, Frankfurt, und Gesamt ist wieder mal gesehen, wenn Tempo gemacht wird, wenn hinten die Bälle verloren werden, wenn die Essener nicht wirklich einen richtig kräftigen Zahn zulegen können, dann sieht es finster aus. Und wenn sie jetzt mit aller Gewalt kommen sollten, so wie Otto Rehhagel das befürchtet, dann ist natürlich die Gefahr riesengroß, dass sie sich da noch zwei, drei Dinge einhandeln. Mit 2:0 oder 3:0 hier gegen Werder Bremen vom Platz zu gehen, ist aller Ehren wert. Aber so ein halbes Dutzend, das wäre dann schon sehr schmerzhaft. Unten bahnt sich ein Wechsel an. Es kommt mit der Nummer 13. Oliver Grein, und es geht vom Platz mit der 11 Robert Reichert. Grein ist Stürmer, wie Reichert auch. Also Frank will dranbleiben. Wolfgang Frank, der Trainer. Birka. Und die Chance für Essen, ja! Bangura hat ihn endgültig über die Linie befördert. Und jetzt geht's nochmal rund. Wiederholung. Erster Schuss von Spürka. Dann war das Markgriff und schließlich Bangura zum 2:1 in der 50. Minute. Thomas Wolter tippte auf Abseits, aber er tippte falsch. Und da war auch für Beiersdorfer nichts mehr zu holen. Hier ist der Torschütze. So, nun sieht die Sache schon wieder anders aus. Wieder Basler beim Freistoß. Das macht aber diesmal Herzog. Sie hören es, leben auch wieder auf den Rängen. 30.000 Fans sind
mitgekommen mit den Essenern. Und wieder die Chance für Bangura. Wenn das, was ich eben sagte, so ein bisschen nach Grabrede geklungen haben sollte, so muss ich jetzt sagen, so ist es mir lieber. Sie leben wieder und das bringt Leben in die Bude hier und macht viel mehr Spaß, als zuzuschauen, wie eine doch deutlich überlegene Bremer Mannschaft vielleicht mit ihnen Schlitten fährt, mit den Essenern. Basler und da drüben Bode. Der diese vielen Chancen braucht, bis er mal den Ball ins Netz befördert. Mein Gott, wie oft gespäht. Marco Bode, aber in der letzten Zeit hat er ja öfter mal getroffen. Hier haben wir den großen, hochgewachsenen Linksfüßler, der so oft vor dem Tor steht, so oft die Chance hat, was zu machen und dann, wie in diesem Falle, scheitert. Ja, Freistoß für Bremen. Beiersdorfer glasklar, umgerempelt, keine Frage. Das sind 18 Meter, jetzt vielleicht 20. Bin hier mal gespannt, sind sie alle versammelt? Herzog, Rufer, Basler, Eils. Herzog. Tor, nein. Haarscharf, Wiederholung. Prima, prima, Andreas Herzog heute. Wiederholung. Ja, da passte nicht mehr viel dazwischen. Der Ball war sehr schön angeschnitten. Die Werder-Fans sind auch so richtig aufgewacht und unten auf der Bank sehen wir Otto Rehhagel, der jetzt keineswegs mehr gelassen und in aller Gemütsruhe sich das anschauen kann. Jetzt ist er der alte Otto. Achtung! Spürker. Immer noch. Jetzt auch Turbulenzen in der Bremer Abwehr. Dritte Ecke für Rot-Weiß Essen. Und wenn die diese Euphorie halten können, dann wird es noch mal ganz knapp. Bangura verletzt. Aber Wolfgang Frank hat schon zweimal gewechselt. Der wird durchhalten müssen. Geht wieder. Rein. Ecke von der anderen Seite, Nummer 4. Es bleiben die Essener am Drücker und Sie hören die, ich schätze jetzt mal 50.000, denn der Kleine hat ja immer auch noch die Sympathien derer, die sich sonst neutral geben. Die wollen hier, die wittern eine Sensation, natürlich das 2:2. Alle Mann hinten, bis auf Basler. Yeah.
Otto Rehagel disputiert mit dem Linienrichter. Also, die Nerven doch jetzt angekratzt. Weiter geht's. Und abseits. Hat ihn geschoben, jawohl. Amarell sieht alles. Sah gar nicht so wüst aus, war aber so. Wenn du geschoben wirst, in dieser Weise gestört wirst, kannst du den Ball nicht annehmen, ist doch klar. Bleib locker, sagt er zu ihm. Bangura, der Torschütze. Also kein Grund zur Aufregung. Bislang alles sauber. Essen bleibt dran und die Bremer haben jetzt alle Mühe, den Faden wiederzufinden, den sie schon ganz fest in der Hand hielten und der ihnen mal kurze Zeit entflutschte. Hat er nicht böse gemeint, Jürgen Markgräf geht auch gleich hin, war aber klares Foul und tut auch weh. Und Eils kann wirklich was wegstecken. Ja, da nützen auch die Schienbeinschoner relativ wenig. Die Essener. Die rechte Seite ist frei. Adrian Spürka probiert es immer wieder selber, diesmal aus 25 Metern. Wäre besser gewesen, nach rechts zu spielen, wo Dondera stand und wo auch Bangura wieder in Stellung gelaufen war. Also von Bremer Überlegenheit im Moment nichts zu spüren. Otto Rehagel treibt es immer wieder hoch von der Bank. Eine Stunde gespielt, 2:1 für Werder Bremen. Essen hält dagegen. Das war das wieder. Tick schneller geschaltet hat Beiersdorfer. Oh ja, das muss man jetzt aber mit einer gelben Karte begleiten, denke ich. Er nestelt auch bereits an seinem Hemd. Amarell. Otto ist sehr grimmig jetzt. Schimpft und tobt. Und Manfred Amarell hat erstmal damit zu tun, die Gemüter zu beruhigen. Schafft er auch. Und ich denke, er wird noch die gelbe Karte zücken. Wo ist der junge Mann? Wo ist der Übel? Da hat er es, jawohl.
Gelbe Karte für Oliver Grein. Also das war sehr viel böser und offensichtlicher als das, was wir unmittelbar davor gesehen haben. Drüben bei Jürgen Marke. Hier sehen wir es nochmal. Ja. So geht's nicht. Otto pfeift und will wechseln. Aber erstmal Freistoß für die Bremer. Hier haben wir mit der 13 André Wiedener, den Otto Rehhagel gleich einwechseln wird. Wir müssen mal schauen, wer raus muss. Wiedener, Abwehrspieler, Manndecker. Vielleicht hat er das Gefühl, der Trainer, dass er die Abwehrreihen verstärken muss. 2-1 führt Werder Bremen. Und die Essener spielen wacker mit im Moment. Kriegen jetzt sogar Kopfbälle im Bremer Strafraum. Am Boden Thomas Wolter. Wiederholung der Szene. Ja, da ist ihm wohl einer, während er stürzte, draufgestiegen auf die Achillessehne. Hopsch bei Rehhagel. Frank und Rehhagel, beide an der Seitenauslinie mit wilden Gesten. Hier haben wir Wolfgang Frank, der ja unter Otto Rehhagel gespielt hat. Also Rehhagel war Trainer in Dortmund, als Frank dort Mittelstürmer spielte. In einer Mannschaft zusammen mit Mirko Botava. Also viele, die hier auf dem Platz gegeneinander spielen, kennen einander gut, haben miteinander gearbeitet über viele Jahre. Basler bei Rot-Weiß Essen. Thomas Wolter und da sah so ein bisschen nach Revanche aus und kriegt dafür auch Gelb. Ja, kann man vertreten. Wiederholung der Szene, eindeutig von hinten in die Beine reingesägt bei Spürka. Das muss geahndet werden. Jetzt macht Rufer das, was die Esther die ganze Zeit gemacht haben, nämlich warten, warten, Zeit lassen. Dazu ist die Sache jetzt zu hitzig.
Matthias Jack hat endlich Zeit, in die Offensive zu gehen. Cedi mit der Flanke und aus dem Hintergrund wieder Spürker, der mit dem kräftigen Schuss. Immer noch die Essener. Mal gucken, was das für ein Dreck ist draußen. Und geht wieder zurück. Mein lieber Mann. Auch Oliver Reck ist nicht frei geblieben von der Nervosität, die offenbar die ganze Mannschaft jetzt befallen hat. Immer noch die Essener und sechster Eckball für Essen. Man kann förmlich spüren, dass den Bremer Spielern das jetzt deutlich bewusst wird, was Otto Rehhagel ihnen vorher gesagt hat. Achtung! Und hin, das wäre noch eine Ecke. Ja, Nummer 7. Nämlich, passt bloß auf, wenn wir hier verlieren, dann lacht ganz Deutschland über uns. Und jetzt sind sie in dieser schwierigen Situation. Lipinski und abseits. Zeit zum Durchatmen. Und Otto Rehhagel, den hält nichts mehr. Der spürt genau, dass es im nächsten Moment knacken kann. Ist das denn zu glauben? Jetzt spielen die richtig Fußball mit denen. Das, was man während der ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen und nicht für möglich gehalten hat, jetzt schaffen sie es da. Jetzt macht also so ein Tor dermaßen viele Kräfte frei und eine solch euphorische Stimmung. Und offenbar kriegst du da nochmal den sechsten Gang und wirst so schnell, wie du es gar nicht für möglich gehalten hast. Noch 20 Minuten, 2:1 für Werder Bremen, aber das Ding ist noch lange nicht zu Hause. Und die Leute haben einen Spaß hier, das ist doch klar. Genau so ist es, das war er wieder, Spürker. Der kann links und rechts schießen. Ein lieber Mann. Obwohl er gar keine Chance hatte, eigentlich an diesen Ball noch ranzukommen. Schritt schneller, das ist es eben, was sie doch noch unterscheidet, die beiden. Aber die Harmonie ist flutsch. Da ist nichts mehr im Moment zu spüren von dem, was Bremen während der ersten Halbzeit geboten hat. Große Angst haben sie, Fehler zu machen. Achtung! Wolter geht auf Nummer sicher. Muss er auch. Acht Ecken für Rot-Weiß Essen, 2 für Werder Bremen. Das sagt auch was aus. Schauen Sie sich das an.
war es schon im Aus. Thomas Wolter kriegt es, aber jetzt kräftig. Matthias Jack beim Einwurf. Alle Essener aufgerückt in der Bremer Hälfte, alle Bremer zurück. Basler hält die Stellung allein vorn, aber in der eigenen Hälfte. Das Risiko bleibt natürlich für Rot-Weiß Essen. Die drücken jetzt mit so viel Kraft und laden zum Konter ein. Aber sie müssen ja auch. Sie liegen 2:1 zurück. Tohu Wabohu vor Oliver Reck. Da staunt auch Mirko, der 38-Jährige. Damit hat mit Sicherheit keiner gerechnet, dass Werder Bremen noch mal dermaßen unter Druck geraten würde. Ecke Nummer 9. Belagerungszustand. Otto Rehhagel und Karl-Heinz Kamp, sein Co-Trainer, wissen im Moment nicht, was sie machen sollen. Wie sollen sie ihre Jungs wieder stabilisieren? Sidi. Es ist die reine Freude, dass du willst. Von den Toten auferstanden. Von der Sie beschimpfen Dondera und werfen ihm vor, eine Schwalbe produziert zu haben. Manfred Amarell, der Schiedsrichter, hat das so auch gesehen. Offenbar, wir schauen uns das nochmal an. Etwas zu spät. Etwas zu spät, aber ich glaube, Wolter war da. Nochmal die Szene. Nein, er hat ihn tatsächlich nicht berührt. Jedenfalls nicht da, wo es kritisch zu sein schien. Das Bein blieb ein bisschen stehen und Mario Basler verlässt den Platz. Für ihn kommt mit der Nummer 13 André Wiedener. Mario Basler während der ersten 45 Minuten der beste Mann bei den Bremern. Genau, Otto Rehhagel geht jetzt verstärkt in die Abwehr. Popsch ist rübergekommen auf den rechten Flügel und guckt sich an, wie seine Abwehr ins Schwimmen gerät, immer mehr ins Schwimmen. Wiederholung nehme ich an. Dieser Schuss von Lipinski und Otto dirigiert und dirigiert. Hier haben wir die Szene. Jetzt passiert das, was Wolfgang Frank, den wir hier sehen, erträumt hat, nämlich seine Essener Mannschaft schnappt die Bremer schon an der Mittellinie. Alles jetzt drüben, bis auf den Torhüter. Alles drüben bei den Bremern
im oder unmittelbar vor dem Strafraum. Minuten noch. 3:1 für Werder. Rufer. Hals. Wieder gestoppt. Essen. Mit dem Mute der Verzweiflung. Es wird gleich der Schiedsrichter zu Otto Rehhagel kommen und sagen, lieber Herr Rehhagel, bitte, bitte, ja? Indirekter Freistoß, weil Schiedsrichter angeschossen oder er hatte den Ball noch nicht freigegeben. Indirekt für Rot-Weiß Essen. Minuten lang schien das eine Pflichtübung zu sein für Werder Bremen. Und jetzt ist es ein richtig duftes Pokalendspiel, so wie man sich das wünscht. Oliver Reck in sehr guter Form. Ein Glück für die Bremer. Sie werden es gelesen haben, Reck, Legert, als Hopsch, die vier Bremer auf Abruf bereit für die Nationalmannschaft, für die Weltmeisterschaft in den USA. Und jetzt Windenrufer. Achtung, Achtung. Da haben wir ihn groß, den Neuseeländer. Zeit gewinnen, sagt auch Herzog, umgerissen, ja. Muss er verhalten. Herzog macht das selber. Und die dritte Ecke für Werder hat lange gedauert. Ist die wieder mal 25 Minuten sitzt sie wieder mal so richtig vor dem Essener Tor. Zehn Minuten noch. Da hinten. Jetzt muss wenigstens einer nach vorne. Jawohl, da ist Dondera und drüben Bangura. Mal gucken, was die beiden machen. Greiner kommt rein, kommt mit. Immer noch Essen, immer noch Essen, immer noch. Links ist Platz, rein, links ist Platz. Lipinski. Dondera. Wie gesagt, 1,68. Ein Stückchen zu kurz. Für Thomas Wolter. War das genau die richtige Höhe und die richtige Länge? Amarell weiterhin souverän.
Ich höre eben von unten, vom Spielfeldrand, Rolf Töpperwien hat mit Otto Rehhagel Kontakt gehabt. Basler ist also keineswegs verletzt, sondern es war eine taktische Auswechslung. Mit André Wiedner will Otto Rehhagel die Abwehr stabilisieren. Und jetzt sehe ich den Mann mit der Nummer 12 sich fertig machen. Das ist Uli Borowka, der nun endlich doch noch zu seinem Spiel kommt. Natürlich auch kein Stürmer, wie wir alle wissen. Er laboriert immer noch an einem Fußbruch herum, hat zu früh begonnen mit dem Training, deshalb geht es nur ganz schleppend voran. Vor 4 Jahren war er gesperrt, da konnte er nicht mitspielen im Pokalendspiel gegen Kaiserslautern. Aber jetzt kriegt er wahrscheinlich die Chance für die letzten 8 Minuten. Der Ball war aus. Und die Möglichkeit zum Tausch. Mit der Nummer 10 verlässt Andreas Herzog, also zwei der großen Spielmacher in der Bremer Mannschaft, nämlich Basler und Herzog, nicht mehr dabei. Dafür zwei knochenharte Jungs hinten drin, André Wiedener und Ulrich Borowka. Ja, ja, das Selbstvertrauen ist deutlich angeknackst. Aber Otto Rehhagel wird sich denken, besser so und 2:1 gewinnen, als hier in Schönheit sterben. Gestrecktes Bein, muss er pfeifen. Muss er pfeifen. Foul. Von Beiersdorfer. Sehr schön hat er das gemacht, Christian Cedi. Und weniger schön, was Dietmar Beiersdorfer da anzubieten hat. Hat er Glück gehabt, dass er nicht die Karte kriegt. Wiederholung. Ganz klar ausgebremst. Harald Kügler beim Freistoß. Da ist kein Mensch mehr vorn. Und Otto Rehhagel hat erkannt, noch 5 Minuten zu spielen und mit spielerischen Mitteln ist diesen Estern jetzt nicht mehr beizukommen. Jetzt wird verteidigt, auf Dörgel kommt raus. Wir müssen das 2:1 halten. Hopsch. Rufer kommt mit. Kein Foul. Amarell stand direkt daneben. Die Essener. Ja, ja, da sieht man, die sind fix und fertig. Die sind müde. Bei der Ballannahme schon sah man, dass Christian Cedi wackelig und jetzt dieser befreiende Pass ins Aus. Kein Wunder. Die haben weit über ihre Verhältnisse gespielt während der zweiten Halbzeit. Die ersten. Rufer wird er alleine machen. Achtung und Rufer! Ja, das ist die Szene an den Pfosten, aber da war die Hand im Spiel. Da war die Hand im Spiel. Ja, den wir nochmal sehen in der Zeitlupe. Amarell erkundigt sich bei seinem Linienrichter und auch der hat gesehen, da ging die Hand hoch. Achtung, hier ist die Szene.
Jetzt kommt die Szene. Der Zwölfer hebt die Hand, jawohl, und lenkt den Ball an die Latte. 11 Meter für Werder Bremen. Und es muss die rote Karte geben für die Nummer 12, für Roman Geschlecht. Ja, wenn der sitzt, dann ist natürlich alles aus. Noch 3 Minuten zu spielen. Schiedsrichter Amarell belässt es beim Elfmeter. Regelgerecht ist es nicht. Normalerweise müsste Geschlecht wegen absichtlichen Handspiels das Spielfeld verlassen. Ganz klare Verhinderung einer dicken Torchance bedeutet rot. Wintenrufer. Und Tor. Sehr schön gemacht. Verzögert, gewartet. 2 Minuten vor Schluss. 3:1 für Werder Bremen. Und das müsste der Sieg im 5. Pokalfinale für die Bremer sein. Zweimal vors Tor während der zweiten 45 Minuten. Und daraus wird dieser Elfer. Immer noch Sprechchöre für Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen, jawohl. Und man muss denen wirklich ein dickes Kompliment machen. Die Bremer darf man sicher feiern, aber vor den Essenern muss man den Hut ziehen. Eine Glanzleistung während der zweiten Halbzeit. Nicht nur kämpferisch, auch spielerisch haben sie hier den 76.000 eine ganz hervorragende Leistung geboten. Und diese Mannschaft steigt in die Regionalliga ab. Und ich denke, dass die anderen sich in dieser Regionalliga warm anziehen müssen. Wenn diese Mannschaft hier im Kern zusammenbleibt, dann wird es mit dem Aufstieg nicht lange dauern. Und das ist auch das erklärte Ziel von Wolfgang Frank, der ein Jahr verlängert hat und gesagt hat, das wollen wir doch mal sehen, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, wir werden bald wieder oben sein und mein Ziel ist sogar die erste Bundesliga. Aber da muss natürlich einiges kommen noch. 5 Millionen hätten sie, das haben sie ausgerechnet, einnehmen können, wenn sie hier heute Abend als Sieger vom Platz gegangen wären. Und dann hätten sie sich entsprechend verstärken können. Unter anderem mit Frank Mill, der ja Borussia Dortmund verlässt. Alter Essener, der wäre sicher gern zurückgekommen. Nun muss man abwarten und sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Und kurz vor Schluss noch einmal Ecke für Werder. Unten hat sich alles aufgebaut, denn jeden Moment muss Manfred Amarell abpfeifen. Dieses 51. deutsche Pokalendspiel, das mit Sicherheit Werder Bremen als Sieger sieht. Der war so gut wie drin, aber da stand noch das Bein eines Esseners beim Kopfball von Marco Bode, der also weiterhin vor dem Tor die größten Schwierigkeiten hat, den Ball ins Netz zu bringen. Die Bremer haben jetzt wieder Oberwasser, das sieht man. Hopsch, Wolter. Ecke. Die 5. jetzt für Bremen. Und Schluss. 3:1 schlägt Werder Bremen Rot-Weiß Essen. Nach einem in der zweiten Halbzeit hervorragenden Pokalfinale. Die Bremer dominierend während der ersten Halbzeit. Und dann sind die Essener gekommen und haben wacker dagegen gehalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Kepler und Herzog ausgewechselt. Ja, während sie beide in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so gut waren, man konnte das sehen, dass wir total unter Druck geraten sind und uns gar nicht mehr befreien konnten. Und da musste ich dann noch zwei Abwehrspieler bringen, um das Schlimmste zu verhindern. Vielen Dank und nochmal Respekt. So, wo gehen wir hin, Norbert Geis? Wir sind gleich wieder da für Sie, dann hier wieder beim 51. Pokalfinale. Lipinski, die beiden haben also das gemacht, was der Trainer eigentlich gefordert hatte, nämlich aus der zweiten Linie schießen. Haben Sie gedacht, dass die Bremer dann doch in der zweiten Halbzeit so in Gefahr bringen können? Ja, ich meine, wir wussten schon, als zweite Geist ist es natürlich, wenn es gut läuft, dann kann man natürlich, wenn man das Tor gemacht haben, gut nach vorne spielen. Aber dass die Bremer sich dann so in die eigene Hälfte gezogen haben, haben wir nicht gedacht. Mit ein bisschen Glück hätten wir das zweite Tor schießen können und dann wäre es wieder mit Sicherheit offen gewesen. Adrian, wenn Sie die Fans hier sehen, 25 sind gekommen, die wünschen sich natürlich, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Bleibt sie zusammen? Bleiben Sie da? Ich persönlich weiß noch nicht. Ich hoffe, dass ich bleibe. Ich meine, die Fans sind großartig. Wenn man sich vorstellt, dass wir nächstes Jahr in der Regionalliga spielen, ist das halt einfach traurig. Also normalerweise müssen wir zusehen, dass wir nächstes Jahr wieder aufsteigen und dann halt weiter nach oben. So großartige Fans gibt es nur einmalig. Also 25.000 waren es, die hier nach Berlin gekommen sind. Danke, Adrian Spürker, Ihrer Mannschaft. Allen Respekt, muss man sagen. Dankeschön, Adrian Spürker. Dieter Kürten, bitte. So, da unten wird jetzt gleich die Pokalübergabe stattfinden. Der Bundespräsident Richard von Weizsäcker wird die Mannschaften hochholen, zurück nach Norwegen. Er durfte heute während dieses Abschiedsspiels für ihn Kapitän sein. Es werden Thorsten Legert gehen, der wird bei Eintracht Frankfurt demnächst auftrumpfen. Und die Bremer haben unter Vertrag Michael Schulz vom Borussia Dortmund und Otto Rehhagel liebäugelt mit dem Libero Kubik vom 1. FC Nürnberg, denn er braucht ja jetzt einen, der die Stelle von Rode Bratzett ausfüllt. Dem SV Werder Bremen. Und jetzt kommen sie hoch, die Spieler. Die Siegerehrung und die Überreichung des DFB-Pokals übernimmt unser Bundespräsident, Herr Dr. Richard von Weizsäcker. Hier haben wir den Kapitän Rode Bratzett. Dieter Alz. Bernd Hopsch. Und Dietmar Beiersdorfer. Links neben dem Bundespräsidenten sehe ich Kanzleramtsminister Bohlen. Der DFB ist natürlich in entsprechender Stärke vertreten. Links Egidius Braun. Rode Bratzett schwingt zum letzten Mal für Werder Bremen den Pokal. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm weh ums Herz ist. Und viele Fußballfreunde werden ihm auch eine Träne nachweinen. Ein exzellenter Fußballspieler, ein fabelhafter Sportsmann, ein freundlicher, netter Mensch, der für diese Fußball-Bundesliga in Deutschland eine Menge getan hat. Es gibt die Medaillen und jetzt darf jeder mal den Pokal anfangen, der Präsident, der Werderaner Dr. Böhmert. Ja, die werden alle sehr, sehr froh sein, dass das so ausgegangen ist, denn da ist ja doch in letzter Zeit in Bremen nicht so viel Glanz auf die Liga, aus Bremen auf die Liga gefallen, wie die Werderaner das seit vielen Jahren gewohnt waren. Dietmar Beiersdorfer, der ein sehr schönes Tor geschossen hat. Das erste nämlich nach 17 Minuten. Thomas Wolter, Andreas Herzog ist hochgekommen, der Mann mit der Mütze. Bin mal gespannt, ob wir den noch in Bremen erleben werden während der nächsten Saison. Marco Bode. André Wiener und Frank Neubart dahinter. Jo, ein großer Tag für Werder. Unsere Glückwünsche begleiten Sie. Toré Hagel mit dem Pokal beim Bundespräsidenten. Hinter ihm noch Oliver Reck, Windenrufer. Und ein sehr enttäuschter Mario Basler, der aber jetzt doch schon wieder lächeln kann. Junge, Kopf hoch, das passiert jedem Klassemann und du wirst noch viele, viele Möglichkeiten.
Und Otto sagt, komm, Kopf hoch, jetzt mach nicht so eine Schnute, was soll denn das? Kurz vorher haben wir Ottos Ehefrau Beate gesehen mit Küsschen für Oliver Reck. Und jetzt Mario Basler. Also komm, jetzt lächel doch mal. Jetzt sieht man, wie enttäuscht er ist. Man kann es verstehen, aber er sollte das einfach überwinden. Unten ist Rolf Döpperby nochmal mit Andreas Herzog. Ja, danke, Dieter Kürten. Andreas Herzog, unter Otto Rehhagel zu arbeiten, ist ein hartes Brot. Einmal ist man ganz oben, wird man gehätschelt und dann wird man wieder ausgewechselt. Sie waren unzufrieden, sie sind ohne den Trainer eines Blickes zu würdigen in der Kabine verschwunden. Ja, klar, war einer der Freude über meine Auswechslung. Ich wollte unbedingt dabei sein. Ich habe mir gedacht, wenn man jetzt vielleicht noch Tor kriegen, weil Essen zweite Halbzeit sehr stark gespielt hat, geht das Spiel vielleicht in die Verlängerung und dann bin ich bei der Entscheidung erst wieder nicht dabei. Aber ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und jetzt feiern und der Rest ist mir egal. Es war ja ein Jahr. Gemacht und ich hoffe, dass ich die nächstes Jahr nicht mehr mache, egal bei welchem Verein. Aber ich meine, ich bin 25 Jahre, habe das zweite Jahr in der Bundesliga gespielt, den zweiten Titel geholt, ich bin zufrieden, aber ich habe sicherlich viel gelernt auch. Ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie vielleicht doch in Bremen bleiben? Ja, ich meine, um 10 Millionen Mark kann ich mir nicht vorstellen, dass mir irgendwer nimmt. Okay, danke, bitte, Wolf-Dieter Poschmann. Liebe Zuschauer, das war's. Das war's. Werder Bremen gegen Rot-Weiß Essen, eine kleine Nachbetrachtung. Und die Aktualität kommt aus der zweiten Fußball-Bundesliga mit der Begegnung Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg. Und wir berichten nochmal vom Finale in Rom, dem großen Tennisfinale zwischen Pietz. 605. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft seit 1908 in Abu Dhabi. Berti Vogts ist der Meinung, das wird gut, aber über dem Spiel steht kein guter Stern. Es geht hin und her. Mario Basler allerdings spielt eine gute Partie. Er kämpft sich hier im Mittelfeld den Ball und geht dann durch. Verstolpert das Ganze aber. Trotzdem, er hat sich mit dieser Partie das Ticket zur WM in den USA verdient. Sehen das noch einmal in Zeitlupe. Mit dem rechten Fuß weg und dann vergebene Chance. Ein Hin und Her. Schwer verständlich. Franz Beckenbauer offenbar auch nicht sehr zufrieden. Obwohl nicht anwesend. Dann kommt es zum 1:0 nach Vorarbeit von Guido Buchwald. Rechts hinüber zu Mario Basler. Eine butterweiche Flanke zu Ulf Kirsten. 1:0. Das Ganze nochmal in Zeitlupe. Flanke und Kopfball Ulf Kirsten. 1:0 für Deutschland. Trotzdem ein zerfahrenes Spiel, ein einsamer Fan und viel Begeisterung kommt auch nicht auf. In der Schlussminute erst Abwehr von Strunz, dann Vorarbeit von Guido Buchwald rüber zu Maurizio Gardino, der gerade eingewechselt war. Feine Einzelleistung zum 2:0 und damit ist der Trip zu Ende und ich auf der Kaiserslauterner Tribüne offenkundig zufrieden. Das war eine lockere Trainingseinheit, sagt Berti Vogts. Die Scheichs nehmen es ihm nicht übel, aber die Verantwortlichen der Bundesliga sind sauer.